Hallo zusammen, vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Das hier nennt sich ein Wohnungsgrundriss. Was können wir hier sehen? Wir können eine Eingangstür sehen, einen Flur, zwei weitere Türen, einen großen Raum, hier einen Raum, eine Dusche und einen Balkon. Schöne Wohnung, aber bisschen klein, oder? Naja. Wir hatten es ja beim letzten Video drüber, dass es sowas wie einen Maßstab gibt. Ein Maßstab bezeichnet, wie groß die Wohnung in Wirklichkeit ist. Also, wie viel entspricht was. Ich kann natürlich keine Wohnung auf so ein DIN A4-Blatt zeichnen, deswegen nehme ich einen Maßstab, in diesem Fall 1 zu 50. Dies bedeutet, 1 cm auf der Zeichnung wären 50 cm in Wirklichkeit. Hier oben ist nochmal eine kleine Hilfe aufgezeichnet. Diese Strecke würde 1 Meter entsprechend und ist insgesamt 2 cm lang. Also 100 cm entsprechen 2 cm, wenn ich das umrechne, kommt 1 zu 50 raus. So kann ich jetzt die Größe meiner Wohnung ausmessen, indem ich weiß, okay, diese Länge hier wären 6,5 cm. Nehme ich meinen Taschenrechner, sage 6,5 cm mal 50, dann wüsste ich, diese Strecke hier wäre 325 cm lang, also 3,25 m. So kann ich nun auch Möbel einzeichnen, indem ich mein Bett nehme zum Beispiel, schaue, es ist 2 Meter breit, 200 cm geteilt durch meine 50 und weiß, ich müsste hier 4 cm einzeichnen für die Größe meines Bettes. Wie sowas dann aussehen könnte, seht ihr hier. Hier ist der Maßstab sogar etwas kleiner. Wir haben hier einen Maßstab von M1 zu 100. Das heißt, 1 cm entsprechen 100 cm in Wirklichkeit. Das, was ihr hier seht, ist meine Wohnung. Sie ist so nicht eingerichtet genau, aber das war der Grundriss, den ich von meinem Vermieter kurz vor meinem Einzug bekommen habe. Was konnte ich mitmachen? Ich konnte so genau planen, wo ich mein Bett hinstelle, meinen Schrank hinstelle und wie ich das Ganze einrichte. Dadurch hatte ich es am Einzugtag deutlich leichter, weil ich genau sagen konnte, da muss der Schrank hin, da muss mein Schreibtisch hin, da muss das hin. Und ich muss sagen, es hat auf den Zentimeter genau gepasst. Denn ich wusste meinen Maßstab und konnte das alles vorher schon planen. Warum zeige ich euch das? Ich möchte euch ein paar Kleinigkeiten zeigen für die Raumgestaltung. Denn wenn ihr euren Vermieter fragt mal später, bekommt ihr sowas zu 90%. Und dann könnt ihr eventuell auch, wenn ihr erst in ein paar Wochen einzieht, schon mal planen, wo ihr was hinstellen wollt. Dazu nochmal zur ersten Zeichnung. Es gibt ein paar Symbole, die sind immer gleich. Ihr seht, die Wände hier sind nicht als dünne Linie gezeichnet, sondern als dicker Balken. Das bedeutet, dass hier Wände sind. Natürlich, Wohnung hat verschiedene Wände, deswegen wird das so eingezeichnet. Jetzt sind aber hier helle Stellen. Diese hellen Stellen sind Fenster. Das heißt, ich weiß, hier ist Mauer, hier ist ein Fenster, hier ist wieder Mauer. Das ist deshalb wichtig, damit ich nicht plane, direkt hier davor einen Schrank hinzustellen. Und diese Symbole, die ihr hier seht, die Schräge und diesem Halbbogen, das sind die Türen. Wenn ich diesen Halbbogen erweitere, dann weiß ich, dass ich auch in diesem Bereich am besten nichts hinstellen sollte, denn da geht meine Tür auf. Wenn hier jetzt mein Bett drin steht, wäre das eher blöd. Das sind die beiden wichtigsten Punkte, die Fenster und die Türen. Nun, wenn ihr so ein Symbol, so einen Plan kriegt, dann sieht man schon Sachen wie einen Esstisch mit Stühlen, eine Couchgarnitur, ein Bett,
ein Balkon oder auch eine Treppe. Der Pfeil zeigt immer an, wie rum man die Treppe hochläuft. Das hier, dieser Bereich, ist das Treppenhaus und ab hier beginnt die Wohnung. So könnte jetzt eine ganze Wohnung aussehen. Aufgabe für euch: Zeichnet euch ein 15 Quadratmeter Zimmer. Ihr wisst noch, wie man Quadratmeter berechnet, hoffe ich. Falls nicht, hier nochmal eine kleine Info. Quadratmeter wird berechnet bei Räumen, indem ich Länge mal Breite nehme. Also die Länge mal die Breite meines Raumes und die rechne ich mal. Länge mal Breite ist gleich und dann habe ich meine Wohnfläche, meine Quadratmeteranzahl. Zwar mache ich sowas immer in Quadratmetern. Wenn ich 15 Quadratmeter möchte, kann ich zum Beispiel sagen, Länge sind 5 Meter mal 3 Meter sind gleich 15 Quadratmeter. Das könnte mein Zimmer sein, eine Seite 5, die andere Seite 3, das als vierfache Wand und schon habe ich ein 15 Quadratmeter Zimmer. Nehmt bitte den Maßstab 1 zu 25. Das ist eine schöne Größe, das heißt, wenn ich hier, denkt dran umzurechnen, wenn ich in Meter, in Zentimeter umrechne, hätte ich 500 cm mal 300 cm sind gleich 1500 Quadratzentimeter. Und nun teile ich diesen Wert durch meinen Maßstab 25, denn ich möchte ja kleiner werden. Ich weiß, 1 cm auf der Zeichnung sind 25 in der Realität und das sind die Realitätswerte. Das heißt, 500 durch 25 wäre die eine Seite 20 cm lang mal 300 geteilt durch 25 mal 12 cm. Das müsste ich zeichnen, 20 cm, 12 cm und alle Werte dann auch durch 25 teilen. Also auch die meines Bettes, meines Schreibtisches und so weiter. Aufgabe: Zeichnet ein 15 Quadratmeter Zimmer. Denkt bitte an die Türen und vielleicht auch an ein Fenster und richtet es nach euren Vorstellungen ein. Geht ins Internet, schaut, wie groß ist der Schrank, wie groß ist ein Fernseher und so weiter und zeichnet das mal ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, schönen Tag noch, tschüss.